Willkommen zur dritten Einheit, dem Finale sozusagen. Auf in die dritte Runde. Viel Freude dabei. Hallo, ich bin Justelle. Ich studiere Bildungswissenschaft in Ludwigsburg und ich wollte euch einfach kurz erzählen, wie meine Zeit in Ecuador war oder wie ich überhaupt dorthin gekommen bin und was ich daraus gelernt habe, weil ich war von Oktober 2019 bis März 2020 in Ecuador bei einer Organisation, die heißt Proposito Global. Und ja, das war im Rahmen meines Pflichtpraktikums, also im Rahmen meines Studiums. Vermittelt hat mich Chosmore, das ist ein Zweig von Hilfe für Brüder und die vermitteln Pflichtpraktika für Studenten eben im Ausland bei christlichen Partnern. Genau. Und ich habe eben in Ecuador in der Schule gearbeitet, habe auch viel im Büro mitgeholfen und habe eben an verschiedenen Sachen mitgearbeitet und mitgeholfen. Und ich wollte euch erzählen, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, weil das ganz viel mit Bereitschaft zu tun hatte. Und genau, also es war so, dass ich auch in der SND mitarbeite. Das ist eine christliche Hochschulgruppe an der Uni, an der Hochschule. Und wir versuchen eben mit Studenten in Kontakt zu kommen und da eben Themenabende vorzubereiten und die Leute einzuladen. Und an einem Themenabend hat sich Chosmore vorgestellt. Und ich dachte mir so, richtig cool, dass sie das machen, dass es die Möglichkeit gibt, sein Praktikum bei einem christlichen Partner im Ausland zu machen. Haben mir auch die Kontaktdaten aufgeschrieben, weil ich mir dachte so, ja, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür und dann kann ich denen sagen, dass es sowas gibt. Und dann kam aber selber die Zeit, in der ich selber ein Praktikum machen musste und selber nach Praktikastellen suchen musste. Und ich habe eben gesucht und gesucht und gesucht. Und im Hinterkopf war immer das Gefühl da, okay, Justelle, bewerb dich bei Chosmore. Vielleicht so, ich hatte das Gefühl, dass Gott das von mir möchte, dass ich mich bewerbe. Gleichzeitig habe ich aber überall gesucht und habe nach Praktikastellen in Deutschland gesucht, weil irgendwie dachte ich mir, es wäre voll schön, einfach zu Hause zu bleiben, wo es bequem ist, wo man nicht raus muss, wo man sich auf nichts Neues einstellen muss. Und so hatte ich das halt im Hinterkopf mit Chosmore und gleichzeitig habe ich nach anderen Stellen gesucht. Es war aber nichts da, wirklich. Meine Mitstudenten, die haben alle Sachen gefunden, nur ich nicht. Da habe ich mich gefragt, so Gott, was soll das? Warum finde ich nichts? Und dann habe ich irgendwann tatsächlich die Bewerbung für Chosmore geschrieben. Habe sie dann aber, also es war 6 Monate vorher, als ich sie geschrieben habe, habe sie aber auf meinem Schreibtisch liegen lassen und habe sie nicht abgeschickt. Also 6 Monate vorher wäre die perfekte Zeit gewesen. Aber innerlich war ich so gespalten, ich dachte mir so, nee, ich möchte das vielleicht gar nicht so. Dann muss ich wieder was Neues, irgendwo rausgehen und was anderes machen. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, ich soll das abschicken. Und dann habe ich die Bewerbung liegen lassen, 6 Monate vorher, und habe sie liegen lassen, liegen lassen, liegen lassen. Also die lag da ganz sicher und ruhig und entspannt da. Und habe halt immer wieder nach anderen Sachen gesucht und gehofft, dass Gott mir was anderes schenkt und dass er das gar nicht richtig möchte. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr aufgehalten, das innerliche Gefühl zu wissen, okay, ich soll sie abschicken, das aber nicht gemacht zu haben. Und dann habe ich sie tatsächlich abgeschickt, dann hat das alles auch irgendwie so voll gut geklappt. Dann hat die Frau von Chosmore hat dann gesagt, Justelle, wir haben eine Stelle in Ecuador für dich, wenn du das möchtest. Habe ich das auch angenommen und war dann eben in Ecuador. Und ja, weshalb ich darüber reden wollte, war eben, weil ich über Bereitschaft reden wollte. Ich war innerlich bereit und habe vor meinem Studium sogar gesagt, ja Gott, mir ist es egal, was ich studiere, mir ist es egal, was ich mache, Hauptsache du möchtest es und du nutzt es dann irgendwie. Du kannst aus meinem Leben machen, was du willst und ich gehe auch, egal wohin du mich haben willst, ich gehe dann einfach dahin. Und dann kam der Moment, in dem ich wusste, okay, Gott möchte, dass ich die Bewerbung dorthin abschicke und ich hatte die Bereitschaft im Kopf dazu, aber meine Taten haben eben nicht dafür gesprochen. Ich habe es dann nicht abgeschickt, bis 2 Monate vorher. Ich habe die Bewerbung eben erst 2 Monate vorher abgeschickt und die lag 4 Monate auf dem Schreibtisch, komplett fertig. Und eine Stelle in Jesaja 6, Vers 8 hat mich voll fasziniert, auch jetzt noch, weil da steht nämlich drin und Gott sagte, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen?
Und Jesaja hat dann einfach gesagt, so hier bin ich, sende mich. Und das fand ich so faszinierend, weil Gott hat einfach gefragt, ja, wer soll für uns gehen, wen soll ich senden? Und Jesaja hat einfach gesagt, ja, hier bin ich, sende mich einfach. Und der hat es dann auch gemacht, was Gott gesagt hat. Und bei mir war es eben so, ich habe gesagt, ja, hier bin ich, sende mich. Aber irgendwie waren dann meine Taten nicht so, dass ich dann wirklich das gemacht habe, was ich im Gefühl hatte, was ich machen sollte. Und deswegen habe ich es euch einfach erzählt. Und wenn Gott das von euch möchte, dass ihr irgendwo hingeht, dann wird das auch so gut funktionieren. Ich meine, ich habe 2 Monate vorher angefangen zu planen und mich um mein Visum gekümmert und alles Mögliche, was eben zur Ausreise dann geführt hat. Und es war alles so perfekt geplant, dass alles auch funktioniert hat. Und genau, das wollte ich euch einfach erzählen. Seid bereit, einfach euch von Gott da leiten zu lassen und macht es dann auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr sollt irgendwas machen. Hallo, mein Name ist Tobias Köhler. Ich bin der Leiter der Arbeit von Hilfe für Brüder International und bin in der Gesamtverantwortung für die Jumiko verantwortlich. Schön, dass du mit dabei bist und schön, dass wir diese digitale Möglichkeit haben. Und die wollen wir jetzt gleich auch nochmal nutzen, wollen nach Kuba gehen. Dort gibt's die A Cappella Band Monte de Sion und die haben extra ein Lied auf Deutsch aufgenommen. Ich durfte im Jahr 2019 mit dieser Band für 6 Wochen hier in Deutschland unterwegs sein und ich habe diese wunderbaren Menschen mit ihrem Herz für Jesus kennengelernt und deshalb lade ich dich jetzt ein. Geh mit nach Kuba, lass dich inspirieren und anstecken von ihrem Herz und von ihrem Anliegen für Jesus. Morgen hält mich meine Tasse Kaffee wach. Fest ja halb lauscher, was die Welt so macht. Und ich kann kaum ertragen, dass alles zerfällt. Mit Regen und Mantel denk ich an die Welt. Mach mich auf den Weg, muss schon abbeginn. Und die Mühle des Welt, das hält mich fest. Müde, gestresst, kraftlos, gehetzt. Chaos denk ich an dich. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist, dann finde ich Ruhe in der Liebeslust. Wenn du bei mir bist, dann finde ich Kraft gegen alle Brust. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, me viene la gana para vivir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, agarro la fuerza para seguir. Mira que le digo yo a este corazón, estate tranquilo, contigo está Dios. Que este mundo loco con su situación no pueda arrastrarte hasta su condición. Aquí estoy prestado, soy de otro lado, mi tiempo aquí será breve. Voy a tratar de vivir sin afán, teniendo seguro que si te tengo a ti, si te tengo a ti, me viene la gana para vivir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, para seguir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, me viene la gana para vivir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, agarro la fuerza para seguir. Gott ist das Unmögliche möglich. Er ist meine Strecke und ich weiß, wer schaut mich. Dieser Gott ist wirklich das Unmögliche möglich. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist. Schau nur, du kannst über Wasser gehen und nur nicht ertrinken. Du kannst auf das Feuer gehen und nur nicht verbrennen. Dieser Gott ist wirklich das Unmögliche möglich. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist. Dann finde ich blühende Liebeslust. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist, dann finde ich Kraft gegen alle Brust. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist, dann finde ich blühende Liebeslust. Wenn du bei mir bist, wenn du bei mir bist, dann finde ich Kraft gegen alle Brust. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, me viene la gana para vivir. Si te tengo a ti, si te tengo a ti.
Liebe Missionsfreunde, zu Hause an den Bildschirmen und an den Smartphones, herzlich willkommen bei der dritten Einheit der Jugendmissionskonferenz 2021. Diesmal ja nicht draußen an der neuen Messe in Stuttgart, sondern bei euch zu Hause in den Wohnzimmern. Mein Name ist Ulrich Weinhold. Ich durfte in den letzten 15 Jahren die Arbeit von Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international leiten. Und da gehören ja auch Coworkers dazu und Chancement. Und vor allem gehört dazu auch das große Vorrecht, die Jugendmissionskonferenz Jahr für Jahr auszugestalten und zu leiten. Ich habe den Umzug noch miterlebt, drüben vom Killesberg hinaus auf den Flughafen ins neue Messegelände, ins ICS. Ich durfte das mitgestalten, das waren große Veränderungen und jetzt darf ich sogar noch mit dabei sein, wenn die Jumico vom ICS ins Internet geht. Und ich bin gespannt, was dieser Tag im Reich Gottes bringen wird. Ich bin dankbar dafür, was wir jahrelang zusammen auf der Jumico erlebt haben. Und ich möchte heute schon euch, Ihnen allen als Zuschauern noch einmal diese Frage stellen. Auch den Zuhörern, die das vielleicht später dann bei Sermon Online hören. Einfach mal die Frage gestellt, was hast du aus all den Möglichkeiten der Missionsarbeit, die dir in den letzten 15 Jahren vorgestellt wurden, was hast du daraus gemacht? Aus all den Gelegenheiten, geistlich zu wachsen in Bibelschulen oder durch Literatur, was hast du daraus gemacht? Was hast du gemacht aus all den Bibelarbeiten und Predigten, die du gehört hast? Ich habe das ja oft zum Abschluss der Jumico bei der Aussendung der Missionare gesagt. Diese Jumico ist Gottes Geschenk an dich. Mach was draus. Und deshalb heute diese Frage. Und vielleicht ist ja die Corona-Zeit auch einmal die gute und großartige Gelegenheit, neu darüber nachzudenken, was habe ich in meinem Leben überhaupt gemacht aus all den Geschenken, die Gott mir gegeben hat. Und weil ich das manchmal gefragt werde, auch das noch ganz kurz zum eigenen Leben. Ich bin damals nach Stuttgart gekommen, um mit CFI ins Ausland zu gehen. Und mit meiner Frau möchte ich gern nach diesen 15 Jahren Leitung hier in Stuttgart nochmal fragen, ob Gott neu für uns Aufgaben hat. Im Ausland oder vielleicht auch hier in Deutschland. Da wird ja auch die Corona-Krise neue Aufgaben und neue Nöte schaffen. Und nach wie vor gehen Menschen, und es ist mir ganz wichtig, deshalb machen wir Jumico, deshalb gibt es Missionsarbeit, nach wie vor gehen Menschen in die Hölle. Das ist in Nordkorea so oder in anderen Ausländern, aber das ist auch in deiner und in meiner Nachbarschaft so. Und deshalb die große Frage, wollen wir Menschen zu Jüngern machen und willst du selbst ein Jünger sein? Wie entstehen denn Jünger eigentlich? Ist das eine eigene Entscheidung? Ist das ein eigenes Bemühen? Ab heute werde ich Jünger? Ich weiß nicht, wie du das beantwortest, aber meine Antwort ist nein, Jünger werden gemacht. Und ich habe dazu heute auch ein biblisches Beispiel mitgebracht und dann auch noch ein paar Bücher, die vielleicht dir weiterhelfen können, wie sie mir geholfen haben. Diese Kunst des Jüngermachens, wie das Leroy Ames in einem seiner Bücher schreibt, die verlorene Kunst des Jüngermachens, das ist ja schon so ein Thema für mich. Die Fackelträger machen eine tolle Arbeit. Es gibt viele Gemeinden, die sich schon investieren in ihre jungen Leute. Es gibt Jüngerschaftsprogramme, wo man für ein oder zwei Jahre hingehen kann, aber im Großen und Ganzen ist mein Eindruck schon, hier in Deutschland spielt das Jüngerschaftsthema keine so große Rolle mehr. Und da will ich schon fragen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir bei uns 2021 Jünger machen oder reicht es uns manchmal schon, dass wir Gottesdienstbesucher machen, dass wir Bibelarbeitskonsumenten machen, dass wir YouTube-Benutzer machen in diesen Tagen oder Worship-Mitklatscher? Manchmal genügt es vielleicht bei uns in Deutschland einfach zu sagen, wenn jemand fragt, und wie läuft's bei dir geistlich, dass man sagt, läuft. Aber wollen wir wirklich nur Mitläufer machen oder wollen wir nicht auch Leute machen, die Jünger machen? Und in einem Land, in dem unsere Bundesregierung Werbung für Corona-Maßnahmen macht, in dem man sich fett und faul aufs Sofa legt und Chips reinfuttert, da muss ich vielleicht schon nochmal fragen auch, haben wir vielleicht Angst vor dem Wort Disziplin, wenn wir an Jüngerschaft auf Englisch denken, Discipling, Disciples machen? Könnte es sein, dass dieses mitschwingende, ich müsste mich dann vielleicht auch verändern, dass das uns manchmal ein bisschen angreift?
Vielleicht müssen wir ja am Ende des Jahres 2020 auch nochmal selbst erkennen, wie wichtig uns in Deutschland unsere eigene Bequemlichkeit im letzten Jahr war, unser eigener Wille, unsere eigene Ruhe, wie viel Wert wir gelegt haben, damit Gottesdienste stattfinden, damit Menschen das Evangelium hören, damit geistliche Lieder gesungen werden oder dass man hinausgeht in die Weltmission. Oder vielleicht war es so, dass Baumärkte, die Bundesliga und Berufsmusiker viel, viel wichtiger waren, systemrelevanter waren als das, was wir als Christen so zu bieten hatten. Darf sich ja jeder mal fragen. Ich darf dich ja auch fragen, hast du überhaupt schon mal Jünger gemacht? Hast du es schon mal unternommen, schon mal bewusst versucht, Menschen in die Jüngerschaft zu bringen? Oder wenn du vielleicht noch jünger bist, möchtest du überhaupt selbst zu einem Jünger gemacht werden? Willst du das überhaupt? Möchtest du vielleicht in eine Mentoring-Beziehung gehen? Das ist ja heute so ganz schick, dass man sagt, oh, ja, ich möchte sowas gerne. Aber würdest du als junger Mensch auch erlauben, dass dir dann jemand in dein Leben hineinredet? Und an die älteren Geschwister gerichtet, die vielleicht das hier mithören oder dann später bei Sermon Online sich runtergeladen haben, wärst du bereit, in junge Menschen zu investieren? Wärst du bereit, reinzugehen und reinzugeben in eine Beziehung mit einem jungen Menschen, der sich weiterentwickeln will, hin zu einem Leben, das Christusgemäßer wird? Willst du von deinen Erfahrungen weitergeben und vielleicht nicht nur von deinen großen Erfolgen, sondern auch von deinen Niederlagen? Wir wollen uns heute in der Bibel so eine Jüngerschaftsbeziehung ansehen und wir werden merken, wie wichtig diese Mentoring-Beziehungen im Anfang der jungen Kirche waren und sicherlich auch heute noch sind. Lasst uns zusammen Apostelgeschichte 11 lesen, die Verse 19 bis 26, und wir werden dort einen Mann kennenlernen, der Barnabas heißt, der ein echter Jüngermacher war. Und ich lese nach der Schlachterübersetzung Apostelgeschichte 11 ab Vers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Drangsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen den Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Die Gemeinde wächst in Antiochia, die Gemeinde ist noch jung und das Evangelium wird immer noch Menschen zum ersten Mal verkündigt. Das war damals dort in Antiochia so und das ist bis heute noch so. Das Bemerkenswerte in Gemeinde, in gesunder Gemeinde ist ja, dass zum ersten Mal Menschen zusammenkommen, wo manche schon ganz viel gehört haben, wie das damals war. Die Juden wussten viel aus der Tora über das Alte Testament und die Heiden, die wussten noch gar nichts. Vielleicht ist das heute ja auch an manchem Ort so, dass Menschen, die schon ganz lange Christ sind, mit Menschen zusammen eine Gemeinde gründen, die ganz jung im Glauben sind und zur ersten Generation Christen überhaupt in ihrer Familie gehören. Ich denke da an die St. Bernhard-Gemeinde in Brandenburg. Das könnt ihr mal googeln, eine total spannende Arbeit. Da wird Gemeinde gebaut, wo Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und da fängst du wirklich bei den absoluten Basics an, aber es ist wertvoll und schön, Menschen dort zu Jesus zu führen. Was wir hier in diesem Text auch lernen können, Bekehrung ist nichts, was Menschen machen können. Das möchte ich gleich dazu sagen. Sondern wir lesen das in Vers 21, es ist die Hand des Herrn, die Menschen zur Umkehr bringt. Aber sehr wohl können dann Menschen aus dem Ausland, wie diese ersten Christen aus Zypern und Kyrene, die als Missionare von Gott benutzt wurden, können die Auslöser dafür sein, dass andere Menschen sich zu Gott bekehren, weil sie von Jesus erzählt haben. Und das ist meine Frage an dich jetzt.
Wenn du irgendwo hinkommst, worüber redest du? Was erzählst du? Was verkündigst du, wenn du irgendwo zu Gast bist? Ging es bei dir 2020 vielleicht mehr um Corona? Oder mehr um den Coronatus, den gekrönten Jesus Christus, den König der Könige und den Herrn aller Herren, der übrigens auch über jedem Politiker ist, sogar über jeden Gesundheitspolitiker? Ich frage das einfach mal, um was dreht sich's bei uns? Und ich frage mich das auch selbst. Viel zu oft im Tagesgeschehen, viel zu oft in dem, was aus den Nachrichten gebrüllt wird. Hier in unserem Text in der Apostelgeschichte heißt es ganz klar in Vers 20 am Ende: Und sie verkündigten den Herrn Jesus. Und als diese Kunde von diesem explosiven Gemeindewachstum, was das auslöst, nach Jerusalem kommt, wird entschieden, dass Barnabas dorthin gehen soll, nach Antiochia. Und Barnabas diskutierte nicht, Barnabas ging einfach los. Und das soll auch eine Frage an uns sein. Barnabas hatte die Freiheit und Barnabas hatte auch die Zeit dafür. Und das ist die Frage an dich und an mich. Wenn uns Gemeindearbeit in Auftrag gegeben wird, wenn uns gegeben wird, jüngerschaftlich mit anderen Menschen zu arbeiten oder selbst zum Jünger zu werden, haben wir dann Freiheit dafür? Und haben wir dann auch Zeit dafür? Oder hast du leider keine Freiheit, weil du so viele Dinge am Start hast, die dir ganz, ganz wichtig sind, die dich mittlerweile sogar längst gefangen nehmen, weil du vielleicht in Geiselhaft bist, in deinem eigenen Wohlstand, in all dem, was du dir angeschafft hast, was du gemacht hast, was du geschafft hast, aber das ganze Zeug schafft am Ende dich. Oder hast du leider keine Zeit, weil du so viel Arbeit hast? Im Barnabas Leben gab es auch mal eine Zeit, wo er etwas hatte, das ihn viel Arbeit kostete. Wir finden das in der Apostelgeschichte. Ich lade euch ein, das mitzulesen. Apostelgeschichte 4, ab Vers 36. Da heißt es: Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Die Frage an dich ist heute: Kannst du das, was dich abhält, Gott zu dienen und in seiner Gemeinde Jünger zu machen, vor die Füße der Apostel legen? Barnabas hatte was geschafft. Er war Ausländer gewesen in Jerusalem, aus Zypern. Er hatte sich dort was erspart, er hatte ein Stück Land und Boden und hatte diesen Acker, das war sein Einkommen. Damit war er auch wer. Er legt das alles hin. Und wir sehen es dann kurze Zeit später bei Ananias und Sapphira. Du kannst auch Fake machen. Du kannst auch so tun, als wenn du alles hinlegen würdest. Du kannst, wer weiß, was für Lieder singen von deiner Hingabe und was du alles hergibst an Gott. Aber du behältst am Ende dein Zeug alles selbst. Und das ist der entscheidende Punkt. Barnabas hat alles losgelassen, er hat es hingelegt und es war fertig mit ihm. Und das will ich dich heute fragen. Willst du vielleicht einfach mal dein Smartphone hinlegen und mal nicht mehr anrühren? Jetzt nicht für wer weiß wie lange, sondern vielleicht für 1-2 Stunden. Und einfach mal älteren Geschwistern in der Gemeinde dienen, dem du für sie einkaufst oder ihnen mal den Keller aufräumst, den Garten machst, den Schnee schippst. Oder ihnen einfach mal zuhörst, was sie aus ihrem Leben erzählen und was sie dir mitgeben wollen. Willst du einfach mal jünger sein, weil du jünger bist? Wärst du bereit, dein Studium zu unterbrechen, um für 3-4 Monate mit einem Praktikum von Chancement Geschwistern im Ausland zu helfen, ihre Solarenergie, ihre soziale Arbeit oder ihre Landwirtschaft besser in den Griff zu bekommen? Oder einfach mal Menschen Freiraum zu schaffen, weil du ein Freisemester nimmst? Jüngerschaft, die für andere Jünger schafft, also schwäbisch arbeitet? Würdest du Freizeit im Studium nehmen, um anderen zu dienen? Und ich will es noch eins weiterdrehen für die, die ein bisschen älter sind. Wärst du bereit, deine berufliche Karriere vor die Füße der Apostel zu legen und wie Barnabas deine Einkommensquelle, und das war ja dieser Acker für ihn, diese Einkommensquelle aufzugeben, um für 5-6 Jahre die Hände frei zu haben im Dienst für Gott? Ich war 30 Jahre alt, als ich eine ziemlich gute Karriere bei einer großen internationalen Rechtsanwaltskanzlei und Wirtschaftsprüferkanzlei an den Nagel gehängt habe
um für Gott und seine Gemeinde da zu sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in den 15 Jahren, die ich dann hier auch Leitung hatte, Menschen kennengelernt, die für Gott leider keine Zeit haben, weil sie leider ihren Kredit abbezahlen müssen, weil sie ihren Arbeitgeber nicht enttäuschen wollen, gerade jetzt, wo es auf mich ankommt, die sich hinter der Behauptung verstecken, sie seien nicht gut genug für Weltmission. Liebe Freunde, ich kenne mich selbst, ich bin auch nicht gut genug für Weltmission. Aber wenn Gott uns zu etwas berufen hat, dann befähigt er uns auch. Und Gott ist ein Gott der Gnade und vergibt auch Dinge, wo wir Fehler machen. Ich habe in diesen 15 Jahren so viele Fehler gemacht. Wenn ich das hier sein durfte, darf jeder von euch auch das sein, wozu er von Gott berufen ist. Das darf ich euch versprechen. Und vielleicht muss ja erst die Corona-Krise mit all ihren wirtschaftlichen Auswirkungen kommen, um im reichen, satten und bequemen Deutschland einiges wieder gerade zu biegen, was krumm geworden ist unter der Last des Wohlstands, der Glaubensfreiheit, der Bequemlichkeit. Warum ist die Banane krumm? Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Das habe ich als Kind in Ostdeutschland gelernt, da gab es gar nicht so viel Bananen. Aber man hat das irgendwie gelernt. Heute muss man vielleicht sagen, warum ist denn dein Christenglaube krumm? Weil jeder an deinem Leben zog und dir das große Geld vorlog? Barnabas jedenfalls geht los. Und zwar ohne jede Diskussion. Er lässt sich nichts vormachen, sondern er macht etwas und er geht vorwärts. Und er nimmt sich Zeit für die junge Gemeinde in Antiochia und er nimmt sich Zeit für den jungen Saulus. Als er in Antiochia ankommt, freut er sich. Ist es nicht interessant, dass die Bibel davon redet, dass er die Gnade Gottes sogar sehen konnte, als er ankam? Preisfrage, wo wird in deinem Leben die Gnade Gottes sichtbar? Einfach mal aus dem Bibeltext raus. Kann man in deiner Gemeinde etwas von der Gnade Gottes sehen? Kann man in deinem Leben etwas sehen? In deiner Ehe? Alternativ in deiner Verlobung, deiner Freundschaft oder auch deinem Single-Sein? Kann man in deiner Kindererziehung oder so, wie du mit deinen Eltern umgehst, kann man darin sehen, dass du etwas von Gottes Gnade gelernt hast? Sieht man da etwas, wenn man drauf schaut? Barnabas konnte auf jeden Fall in Antiochia etwas sehen und er freute sich darüber. Und dann ermahnte er sie, mit festem Herzen bei Gott zu bleiben. Ja, Mentoring ist nie nur Friede, Freude, Eierkuchen und cool, wir treffen uns wieder auf ein Cappuccino, sondern nein, das schließt auch Ermahnung mit ein. Das redet Leuten ins Leben. Barnabas war, wir lesen es, ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Aber er war auch jemand, der Sachen ganz klar ansprechen konnte und anderen Leuten ins Leben redete. Weil er wollte, dass sich die christliche Gemeinde ausbreitet, dass sie wächst, dass sie größer wird, dass sie sich multipliziert. Ein Buch, das mir sehr wertvoll ist, Francis Chan, Multiply, Disciples Making Disciples. Francis Chan, den einige vielleicht von euch aus dem Internet kennen, geniale Predigten, hat super Gemeinden aufgebaut. Dieser Mann lässt alles hinter sich und geht nach Südostasien und macht jetzt dort Missionsarbeit, weil ihm das wichtig ist, Menschen zu Gott zu führen. Frage an dich, könnte es sein, dass du auch mal deine erfolgreiche oder auch gemütliche Gemeinde verlassen solltest, um woanders nochmal ganz von vorn anzufangen? Barnabas hätte es sich sehr schön in Jerusalem einrichten können. Alle kannten ihn dort, er war der Sohn des Trostes, er hatte ja so auch ganz viel gespendet, er war so ein authentischer Typ bestimmt, hat ihn jeder gerne zum Mittagessen eingeladen. Aber er ging los, weil er diese junge Gemeinde in Antiochia unterstützen wollte. Und weil er es gut meinte mit dieser Gemeinde, wollte er noch Verstärkung holen und er ging nach Tarsus, um Saulus zu holen. Spannenderweise wird Saulus übrigens mit seinem alten Namen hier genannt und das erinnert uns noch an eine ganz andere Geschichte mit Barnabas. Als Saulus gerade dabei war, zum Paulus zu werden, nahm sich Barnabas für ihn Zeit. Wir finden das in Apostelgeschichte 9. Saulus hatte in Damaskus gepredigt, musste die Stadt verlassen, weil er verfolgt wurde und nun kam er nach Jerusalem. Aber die Gemeinde dort wollte mit ihm nichts zu tun haben, sie wollte von ihm nichts wissen, denn er war ja dieser berühmte Christenhasser und Christenverfolger gewesen. Und das will ich dich auch fragen. Wie gehst du denn mit jungen Gläubigen um? Mit Menschen, die vor kurzem vielleicht noch Atheisten oder Muslime waren?
die als Flüchtlinge hierher gekommen sind und ganz neu im Glauben sind. Lässt du die rein in dein Herz, in dein Haus, in deine Gemeinde oder machst du vorsichtshalber die Schotten dicht? Denn man kann ja nie wissen, was da noch passiert. Jedenfalls war es bei dem Saulus so, dass er aus Damaskus floh. Und ich lese aus Apostelgeschichte 9, Abvers 25, eine Nacht- und Nebelaktion. Er verlässt Damaskus über die Stadtmauer. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, also ein frisch verfolgter Christ kam an, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Und jetzt kommt der Jüngermacher Barnabas ins Spiel. Vers 27. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Wie weit würdest du gehen, um anderen Leuten die Türen deiner Gemeinde aufzumachen, die Türen deiner Wohnung aufzumachen, die Türen deiner eigenen Seele aufzumachen? Wie weit würdest du gehen in einer Mentoring-Beziehung? Wie viel würdest du in jemand investieren, den andere längst abgeschrieben haben? Wie weit würdest du gehen, wenn du Glauben schenken sollst, was dir jemand anders über seine Reise mit Jesus Christus erzählt? Die Geschichte, die Saulus, Paulus dort erzählt, das ist ja eine total verrückte Geschichte. Soll man dem wirklich glauben? Ganz einfacher Test. Wer saß bei dir in den letzten 6 Monaten am Küchentisch? Mit wem hast du dich, okay, in Cafés darf man sich zurzeit nicht treffen, aber mit wem hast du dich irgendwo auf eine Limo getroffen und mit ihm über Glaubensdinge geredet? War da überhaupt jemand dabei, der jung im Glauben ist, oder ist das nicht deine Arena? Ich will dich das wirklich fragen, weil es darauf ankommt, in Jüngerschaft, in Menschen zu investieren, und das bedeutet auch Zeit zu geben. Und auch das hat mich beschäftigt, als ich die Bibelarbeit vorbereitet habe. Barnabas geht auch jetzt wieder hier in Antiochia los, um Saulus aufzusuchen. In der Bibel wird sogar der Begriff verwendet. Kennst du den Begriff aufsuchende Jugendarbeit, wo man dahin geht, wo die anderen sind? Würdest du das tun als Älterer, wenn du hier zuhörst? Würdest du rausgehen und in Leute investieren, die nicht in deiner Gemeinde sitzen, die nicht automatisch auf dich zukommen, sondern würdest du Leuten nachgehen? Große Frage. Barnabas hat es auf jeden Fall getan. Und nicht wenig. Er ist 180 Kilometer hingegangen nach Tarsus, findet diesen jungen Mann, also er sucht ihn richtig. Tarsus war jetzt nicht so ein Dorf, das war schon eine Kleinstadt, eine Stadt, wo man suchen musste. Aber er sucht diesen jungen Mann, findet ihn, bringt ihn zurück nach Antiochia, zweimal 180 Kilometer. Der Mann war bestimmt 2 Wochen zu Fuß unterwegs. Wie weit würdest du gehen, wenn Gott dich fragt, Jünger zu machen? Wir hatten 2020 schon einige Leute im Missionsfeld, die eigentlich hätten rausgehen sollen, vielleicht zu einem Kurzzeiteinsatz, und dann gesagt, nö, Corona, ist mir alles viel zu kompliziert, muss ich ja vielleicht 2 Wochen irgendwo dann Quarantäne machen. Und diese Quarantäne, die hat dann irgendwann so eine Rolle gespielt, dass man den ganzen Einsatz abgesagt hat. Ehrlich, 2 Wochen irgendwo vielleicht in einem einfachen Gasthaus oder Hotel abwarten zu müssen, bis der Test da ist, Toastbrot zu essen, Wasser zu trinken, deine Bibel zu lesen. Vielleicht wäre das für manchen Einsatz gar nicht so schlecht gewesen, so einzusteigen. Stattdessen hat man alles einfach hingeschmissen. Die Frage ist ja an dich, wie viel willst du von deiner Lebenszeit investieren, wenn Jesus Christus für dich dein ganzes Leben investiert hat? Hast du dich das mal gefragt, wie viel du investieren willst? Er auf jeden Fall, Barnabas geht los, um einen einzigen Mann abzuholen. Und wir lesen dann in Vers 26, dass dieser junge Mann in der Gemeinde zum riesengroßen Segen wurde. Und das soll meine Frage an dich sein, was willst du unbedingt? Willst du Jünger machen, wie dir das der Herr Jesus befohlen hat? Willst du das überhaupt? Vielleicht ist es ein erster Schritt, heute Nachmittag rauszugehen zu einem dieser Schnellrestaurants und dich dort mit jemandem zu treffen, der in dein Leben hineinreden darf, der dich vielleicht heute mal ganz konkret mentort, der dir mal zeigt, wie Jüngerschaft gehen kann, der mit dir zu Gott betet, damit Gott in dein Leben hineinredet, der mit dir vielleicht auch ganz dafür betet, ganz ehrlich, dass du nicht dauernd die falschen Leute um dich herum hast. Ganz ehrlich, wie viele Eltern haben schon die geistliche Berufung ihrer Kinder kaputt gemacht? Und einige davon direkt am Abend nach der Jumiko. Ich sage das deshalb, weil ich solche Eltern kennengelernt habe
und mit ihnen um Vergebung beten sollte. Ich kann euch das mit Namen und Hausnummer sagen, wo das passiert ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Lass dich nicht von falschen Leuten vollquatschen, sondern wenn du über Jüngerschaft nachdenkst, geh vielleicht auch mal in Bücher. Ich habe einiges mitgebracht. The Adventure of Discipling Others, Ron Bennett und John Purvis, ein tolles Buch. Eben dann das Buch von Francis Chan, Multiply. Dann hier ganz stark auf Deutsch Leroy Ames von den Navigatoren, die verlorene Kunst des Jüngermachens. Und was ich schon auch toll finde, ein Buch, das mir sehr gefallen hat, Walter Henriksen, Disciples are made, not born. Jünger werden gemacht, nicht geboren. Und jetzt muss ich dich nochmal konkret fragen, was willst du in deinem Leben? Wo musst du vielleicht nicht nur irgendwelche Bücher lesen und aufnehmen, sondern Dinge abgeben, deine besten Absichten ablegen, das Wertvollste, was du hast, um konkret losgehen zu können, um Freiheit zu haben? Du weißt vielleicht beides besser als ich. Geh ins Gebet und Gott wird dir es zeigen. Barnabas hat Jünger gemacht in Antiochia. In einem gewissen Maß hat er auch Saulus zu einem Paulus weiterentwickelt. Und aus diesem Saulus wird nicht nur später ein Paulus, sondern wiederum ein Jüngervater, der dann mit neuen Jüngern weitergeht. Titus, Timotheus, wie sie alle heißen. Er hat in sie investiert, so wie Barnabas in ihn investiert hatte. Und ohne Barnabas hätte es diese ganze Apostelgeschichte in ihrer Weiterentwicklung so wahrscheinlich nicht gegeben. Ich frage dich jetzt zum letzten Mal, was willst du eigentlich in deinem Leben erreichen? Der Befehl deines Herrn ist klar, mache zu Jüngern. Jetzt kommt es drauf an, was du draus machst. Gott segne dich dabei. Amen. Cool, dass ihr dabei wart. Ich habe es echt genossen. Und jetzt seid ihr gefragt. Raus geht's in die Welt. An der Stelle möchte ich noch allen Danke sagen, die an dieser Jumiko in besonderer Form mitgewirkt haben. Und jetzt möchte ich gerne noch dem danken, der das alles ermöglicht hat. Herr Jesus, vielen Dank für den Tag heute. Danke für jeden Einzelnen, der da heute mit dabei war. Danke auch für die, die mitüberlegt haben an dem ganzen Konzept und das dazu beigetragen haben, dass es so stattgefunden hat. Herr, ja, und ich möchte dir ganz besonders die bringen, die jetzt noch überlegen, was sie im nächsten Jahr oder in Zukunft machen wollen. Schenk ihnen Klarheit und schenk ihnen viel Weisheit und sprich du zu ihnen. Danke, dass wir dich haben. Amen. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss, macht's gut. Ciao.